Trust in me, just in me. Shut your eyes and trust in me. Mamba und sehr viele Schlangentänzerinnen und Schlangentänzer. K. Geil. K aus dem Dschungelbuch. Nur für euch, für ja. euch alle. Hallöchen. Darf man Schlangen anfassen? Ich weiß nicht. Wunderschön. Also, was für ein tolles Kostüm, oder? Total, das ist ein Hammer. Und wo wir gerade dabei sind, was waren das wieder für fantastische Tänzerinnen und Tänzer, oder? Das ist doch Wahnsinn. Macht so Spaß mit euch. So. Und nun zur Arbeit. Ja, also ich tapp natürlich völlig im Dunkeln. Das ist ein wirklich beeindruckendes und auch also ein Kostüm, wo man so Ehrfurcht bekommt und Angst bekommt. Ich würde auch die Brillen weiterhin aufsetzen, weil Hypnose ist. Okay, dann sind wir aber auch schon gleich bei den Ideen, die ich dazu habe, weil ich vielleicht hat also ich es ist ja schon auch mal erstmal mutig, dieses lange getragene Stück mit den langen Tönen ist schwer zu singen, klingt immer so einfach, ist schwer zu singen, ähnlich wie ja. Genau, schwer zu spielen. Schwer zu spülen sind ja dann mit Vanillesoße-Resten eingeklebt, Schneebesen. Die sind schwer zu spülen. Das war schwer zu spielen. Und ich finde, das könnte jemand sein, der vielleicht wirklich. Mudo ist schön hypnotisiert. Weil Mudo steht schon right beside you. Weil Hypnose, dachte ich, es ist ja wirklich jemand, der so mit Zauberei und auf der Bühne, wie heißen diese beiden Stars, Günther Hatsch, Dick und Doof, Asterix und Obelix? Die Ehrlich Brothers. Ja, genau. Eine von Ehrlich Brüdern ist. Entschuldigung. Dick und Doof, der Zauberer. Bei allem Respekt natürlich. Aber wer von den beiden ist es denn? Jemand, der ist mir ist egal. Eine. Sucht euch raus. Also ich finde, du meinst der eine mit den Haaren, ne? Jemand, der mit dem Braun, mit den Augenbrauen. Ja, der eine. Auf jeden Fall jemand, der im Illusionsgeschäft tätig ist. Oder aber auch, weißt du, für jemanden, für den man vielleicht Angst haben muss.
So wie so ein Restaurant-Tester. Christian Rach. Das sind meine Vorschläge. Ich wurde gebeten, mir soll mir was Ausgefallenes einfallen lassen. Das ist das für mich Vernünftigste, was mir dabei rausgekommen ist. Das ist gar nicht schlecht, Smudo. Ja. Da gebe ich dir ein Fleißsternchen. Aber merke, sie hat dich schon. Aber auch wenn er dich hypnotisiert. Wenn er dich hypnotisiert hat. Ja, können wir noch mal über diese Töne, weil die Stimme ist schon sehr besonders. Das ist so eine ganz tolle, samtige Stimme. Und so Tonhalten und so. Hat schon auch mit was Profimäßiges. Mit der Suppe kriegst du keine Kundschaft. So. Ja, nein, ich glaube, da ist. Also entweder ist da ein grandioser Schauspieler drunter. Ich habe ja dieses Mann-Frau-Zeichen, ne? Dachte ich erst irgendwie jemand aus der Paartherapie. Paula Lambert, aber es ist ja ein Mann eindeutig, da fällt Paula Lambert weg. Dann dachte ich komischerweise an Heino Ferch, Schauspieler, der ja auch mal in Frauenrollen geschlüpft ist und der definitiv was Königliches hat, der uns hypnotisiert vor den Bildschirmen. So, oder wirklich jemand aus dem Musikbereich, aber genrefremd, also vielleicht tatsächlich aus dem klassischen Bereich oder also wirklich jemand, der uns so an der Nase rumführt und der in der nächsten Show so dermaßen was auspacken wird und hier die ordentliche Nummer abfährt. Dann weiß ich nicht. Wow. Ja. Also mir ist das ja mal passiert in der Sendung. Ich hatte tatsächlich mal so einen Mentalisten, der mich kurzzeitig, dann sollte ich meine Hand ausstrecken und dann so fester und dann mach mal auf und es ging nicht. Und ich bin deswegen bei so einem Mentalisten, Timon Krause, der kann Menschen wahnsinnig gut lesen und ist so K-mäßig unterwegs. Also das könnte sein. Oder, und das ist eigentlich mein persönlicher Wunsch, aber Uri Geller, weil ich einfach in dieser Staffel noch Löffel knicke. Haltet die Löffel fest, Freunde. Haltet die Löffel fest, genau. Ja. Bist du denn Uri Geller? Sehr cool. Dann wird der Stab schon gar nicht mehr gerade sein. Ja? Bin mir relativ sicher. Da hättest du hier schon ein Fragezeichen. Uri Geller, die Ehrlich Brothers, also einmal Ehrlich, einmal Brother. Ja. Timon Krause, der Mentalist. Genau, Heino Ferch. Und ein Restaurant-Tester ihrer Wahl. Oh, ja, genau. Und Christian Rach. Ja, ja. Gut, gut. Ja. Toll. Wir sind uns sehr einig. Ja, das läuft wahnsinnig. Aber er steht schon sehr lässig da auch, ne? Also wie er so ganz cool mit der Stange hier so abchillt. Ja, oder er stützt sich. Oh Gott, das kann natürlich auch sein. Wenn der schon so ein bisschen länger dabei ist, könnte natürlich auch sein. Es ist super. Ach, das war schon unser erster Dreikampf. Ladies and Gentlemen, die Black Mamba. Dankeschön, Black Mamba.